Mehrere hundert Gäste waren zum Neujahrsempfang der Freie Wähler Landtagsfraktion in den Bayerischen Landtag gekommen. Dort konnten sie kämpferische Abgeordnete erleben, die die Staatsregierung auch weiterhin auf Trab halten wollen. In seiner Begrüßungsrede richtete der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Glauber zunächst mahnende Worte an die Verantwortlichen in der Politik. Das Vertrauen in politische Entscheidungsträger sei bei vielen Menschen gesunken. Ein Beispiel dafür sei die Umsetzung der Energiewende. Warum gehen wir mit einer Energiewende, die alle Fraktionen in Land und in Bund beschlossen haben? Warum machen wir diese Energiewende zur Beliebigkeit? Wir haben Vertrauen, von denen ich sprach, in großer Menge verwirkt. Einmal in diese Richtung, einmal in die andere Richtung. Dann weiß ich nicht, für was ich stehe. Genau zu solchen Fragen wie einem Jahrhundertprojekt Energiewende, da braucht es Kraft und Haltung. Und es braucht auch Verlässlichkeit für alle Beteiligten, die in diesem Thema mitwirken. Die Politik sei nun gefordert, den Rahmen zu schaffen, dass in der Gesellschaft wieder ein größeres Vertrauensumfeld herrsche, forderte Glauber. Und das möglichst schnell, denn 2014 werde ein entscheidungsstarkes Jahr, besonders für die Freien Wähler. Neben der Europawahl finden auch die Kommunalwahlen statt. Diese haben für die Freien Wähler eine ganz besondere Bedeutung, weiß der Fraktionsvorsitzende Hubert Aiwanger. Ich will fast sagen, die wichtigste Wahl kommt jetzt im März, die Kommunalwahl, die Mutter aller Wahlen aus Sicht der Freien Wähler. Meine Damen und Herren, dort kommen wir her, dort haben wir uns unsere ersten Meriten verdient und dort ist auch der Bürger, der auf uns wartet und der auf uns seit Jahrzehnten zählen kann, der uns seit Jahrzehnten unterstützt und der weiß, Freie Wählerpolitik, das ist sachorientierte Politik. Da haben wir es mit der Ideologie vielleicht bisher ja aus Sicht der großen Berichterstatter nicht so gehandhabt, wie sie es gerne gehabt hätten, weil sie uns ja gerne einordnen würden in Schubladen. Sind die links, sind die rechts, sind die irgendwo modern oder sind die altmodisch, sind die progressiv oder konservativ? Meine Damen und Herren, der Freie Wähler ist alles zugleich. Ein besonderes Anliegen sei den Freien Wählern die Bildungspolitik. Diese sei für die Gesellschaft von elementarer Bedeutung. Deshalb kämpfen sie auch für eine Wahlfreiheit zwischen 8- und 9-jährigen Gymnasium. Wer kann denn eine Wahlfreiheit ausschlagen? Wer kann denn den Leuten vorwegnehmen wollen und für sie denken wollen und sagen, ich weiß, was für dich gut ist, für dich ist das G8 gut, du merkst das vielleicht gar nicht, aber ich weiß es, weil ich Bildungsminister bin. Nein, meine Damen und Herren, da denken wir anders, da hören wir auf die Betroffenen und da sagen wir ganz klar, wer mit dem 8-jährigen Gymnasium zufrieden ist, kann das gerne weiter tun. Da zwingen wir niemand, ähnlich wie es der Stoiber gemacht hat, von 9 auf 8 zurückzuschauen. Wer das jetzige System beibehalten will, kann das liebend gerne tun. Diejenigen aber, und das glaube ich, ist sehr schnell die Mehrheit, die sagen, ich will etwas mehr Zeit, will etwas weniger Nachmittagsunterricht, will etwas Zeit fürs Ehrenamt, will Zeit haben, bei Ihnen in den Verbänden, in den Vereinen Mitglied zu werden, der soll das tun können über eine gestreckte Lernzeit. Und deshalb sind wir als Freie Wähler auch mit diesem Volksbegehren angetreten. Und es gibt gute Nachrichten. Mit ihrem Volksbegehren sind die Freien Wähler auf der Zielgeraden, verkündete Aiwanger. Ebenfalls voll Tatendrang zeigte sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrike Müller. Die Freien Wähler seien auf der Klausur in Donaustauf sehr gut ins neue Jahr gestartet. Wir haben wichtige Themen besetzt, die Sie alle bestimmt interessieren wird und Sie auch berührt. Es ging einmal um die Hochwassersituation nach dem letzten Jahr, ob wir ein bayerisches Hochwassergesamtkonzept fordern wollen. Es ging darum, wie wir unsere Straßenfinanzierung anders aufstellen können. Keine Maut, sondern irgendwelche Alternativen haben wir intensiv diskutiert. Und wir haben einen ganzen Themenkatalog zum Thema Ehrenamt erarbeitet. Es sei wichtig, dass das Ehrenamt nicht nur in die Verfassung geschrieben, sondern nur auch mit Leben gefüllt werde. Die Freien Wähler haben sich für das Jahr 2014 viel vorgenommen. Schließlich müssen entscheidende Zukunftsfragen wie die Energiewende, die Bildungspolitik und die Stärkung des ländlichen Raums geklärt werden.